Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video. Klassisch halt. Es geht ja die ganze Zeit das Thema V6 Kompressor, unser Honey Badger. Und dann haben wir gesagt, weißt du was? Benzbash war gewesen. Dienstag sind wir da auf dem Prüfstand und wir gucken, was das Ding drückt. Heute sind wir zu Besuch bei Halle 77. Marco ist hier. Grüßt euch. Und er kommt in den Genuss, das Ding auf dem Prüfstand mal hochzujagen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin voll nervös. Also, warum bist du nervös? Ja, wenn die richtige Zahl nicht vorne steht, dann... Hast du Sorge? Ja. Hast du gegen den V6 verkackt? Nein, nein, das nicht. Aber die Botschaft soll ja direkt ankommen heute. Verstehst du? Weil Mutlo wird sie wahrscheinlich gar nicht trauen, aus Heilbronn bis hier hinzukommen. Boah, ich krieg jetzt schon Gänsehaut, wo du das sprichst. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich den Mund zu voll genommen habe. Ja. Wobei ich ja sage, das Konzept des Motors, wo ich das gesehen habe, geil. Aber ich war mir eigentlich sicher, ich denke, oh, komm, gegen 3,2 Liter, 6-Zylinder V-Motor kommt da nicht an. Schwierig. Deswegen bin ich auch nervös, ob es wirklich so funktioniert. Also, Auto läuft sehr gut. Wir haben sogar V-Max gemessen, wir haben 100-200 gemessen. Sag mal 100-200, was vermutest du denn? Sag mal 100-200. 100-200 ist 8,7. Oh. Und das fand ich selber, weil ich überrascht und habe gesagt, okay, scheiße. Was vermutet ihr beiden, Marco? Sag du mal 8,7, ja. 8,7. Warte, sag nichts. Der C32 AMG, wenn er gute Laune hatte und es kühl war und der Ladeluftkühler schöne kalte Luft hatte, kommst du nicht groß unter 13. Also 12,5, 12,7. Da habe ich den Mund, merke ich jetzt schon, zuvor genommen. Die Zeit, die du da sagst, unter 10 Sekunden, spricht für 450 PS? Habe ich also eine 4, habe ich auch gesagt, müsste 4 auf jeden Fall. 4 auf jeden Fall. Ist sonst gar nicht machbar, so eine Zeit rauszuholen. Weil das Auto ist jetzt auch nicht so leicht, dass das unter 1000 Kilo wiegt oder nee, sowas, sondern das muss dann handgeschaltet. Auch noch? Ich kann mir sogar 470 vorstellen. Okay, also wenn das so jetzt wäre, dann wäre natürlich. Richtige Ansage. Korken knallen lassen heute, machen wir gar nichts mehr. Und dann können wir den Mutlo gleich schicken, direkt einmal rüber das Bild und dann braucht er gar nicht mehr kommen. Ich möchte das hier für uns einmal klarstellen. Also für uns alle ist das ein Späßchen, ne? Ja, nein, definitiv. Also das ist nicht jemand runtermachen oder jemand seine Arbeit nicht zu würdigen, sondern wir machen uns da intern Späßchen. Und ich freue mich sogar, wenn Raphael Gas wegnimmt. Macht so und gibt wieder Gas und entfernt sich wieder, obwohl wir Vollgas geben. Das wäre für mich so ein Highlight. Ich bin ja auch direkt und offen. Deswegen, ich habe ja klipp und klar gesagt, der Motor ist nicht mein Fall. Und wir ziehen uns gegenseitig ein bisschen damit auf. Weil es ist ja lustig. Ich meine, worüber sollen wir den ganzen Tag sprechen? Wir reden ja nur über Autos. Und ich bin sowieso der Typ, der gerne auch mal stichelt und bohrt. Und die mich auch. Also ich mache das alles. Für mich ist das alles nur Spaß und der Sinn der Sache. Weil ich meine, sonst, was willst du machen? Einen durch die Gegend fahren bringt es ja auch nicht. Nee. Ihr habt gestern V-Max gemacht, ne? Ja. Ich habe gehört, er hat die 3 angekratzt, ne? Der Zeiger ist so ein bisschen so, weißt du, so. Ey, in einem 190er. So was war der stärkste Serien-190er, der je kam, auch als Umbau? Was ist dir bekannt, was der stärkste 190er war? Ich kenne nur den 3.6er von Brabus soweit. 270 PS. Aber meinst du irgendeinen Turbo-Umbau vielleicht von jemandem, Marco? Oder? Serien. Nee, nee, wir damals zur damaligen Zeit, wo der 190er rauskam, plus minus 5 Jahre, sag ich jetzt mal einfach. Ja, 3.6er, bravo, das war das größte Motorisierung. Hat AMG mal einen Turbo-Umbau gemacht? Nein, ne? Nicht, dass ich wüsste. Dann gab es Moselmann, das war ja aber schon wieder Tuning. Ja, Turbo. Von mir aus ist okay. Aber das ist so ein Tuner, der damals, wo die Autos aktuell waren. Es gab sogar 65 Motoren im 190er von gewissen Umbau. Und es gab zum Beispiel, glaube ich, den 103er bestimmt mit Turbo. So König hat es ja auch 124 gehabt. 103er mit Moselmann Turbo, dann 117er haben sie eingebaut im 190er. Also es gab schon verrückte Sachen. Aber jetzt seid ihr keinen, der 300 gelaufen ist. Oder an die 300. Es gab auch keinen Idioten, der das probiert hat, sage ich mal. Sich da reinsetzt und sagt. Das ist wirklich schon eine heftige Nummer. Also ich war noch am Schlafen gestern, wo die es gemacht haben, weil ich gesagt habe, da gehe ich nicht mit. Da bleibe ich im Bett und entspanne mich, weil ich will da nicht bei sein. Da habe ich schon ein bisschen Muffe vorgehabt. Also fahren wir jetzt auf den Prüfstand und gucken, was er macht. Auf und gucken, was er macht. Ich bin zum Beispiel mal interessiert daran. Wir werden ja Straßenbedienung testen, wir machen sehr viel Wind, Haube runter. Mhm. Und was ich gerne mal testen möchte, ist einmal mit Haube auf, ob man einen Unterschied merkt. Weil das ist für mich, wo ich mich selber schon gefragt habe, wo ich gesehen habe, wo der Luftfilter hinten sitzt, ob das funktioniert. Weil er muss ja seine Luft ansaugen und ob da nicht sogar ein kleines Vakuum entsteht. Gut ist es, vom Auspuff natürlich getrennt, aber es ist auch gar nicht so einfach, hier die Ansaugung nach vorne zu bekommen. Weil dann hättest du einen 180-Grad-Bogen, genau. Das wäre mit Sicherheit auch nicht fördernd. Und es sieht ja optisch dann auch, glaube ich, nicht so schön aus, wie es jetzt aussieht. Bei diesen Kompressoren, diese Zentrifugallader, ist sowieso die Ansaugung ist so ein großes Thema. Ja. Es muss der Durchmesser groß genug sein sofort, dann darf es nicht zu lang, also das ist wirklich so
kritisch. Wir sind ja auch hier mit dem Fahrzeug schon einmal komplett ohne Rohr gefahren und wir haben keinen Unterschied gemerkt von der Lage. Also hast du eigentlich alles richtig gemacht dann? Ne? Also sind wir der Meinung, dass das recht gut funktioniert. Wir werden es jetzt auch im Prüfstand sehen. Wir werden es jetzt sehen. Wir sind schwarz auf weiß. Jetzt wird es endlich mal auf den Tisch gelegt. Also bis gleich. In dem fünften Gang würde ich sagen, ne? Ja, ich glaube da direkt über den. Bin schon nervös! Bisschen, ja. Gerochen. Ja. Das ist halt Gummi. 411 PS und 390 Newtonmeter. Es steht definitiv schon mal eine 4 vorne. Ja, 411. Gut. Ziehen noch ein bisschen nach hinten, das ist kein Problem. Jan, wir will den Stück nach hinten ziehen, den Prüfstand, dass er auf die vordere Rolle auffährt. Sieht sich geil an, dass er. Aber Speed ist halt heftig, da sind wir eben 270 km/h, ne? Mann, das 270? 268, 88. Ach du Scheiße, welchen Gang warst du denn? 5. Wollt ihr vielleicht den besseren vierten nehmen? Wir können es ja gleich mal gucken, ob wir im vierten Gang messen. Dann haben wir auch nicht so viel belastet. Ist krass, ey. Aber geil. Sehr geil. Aber, jetzt will ich das große Aber sagen. Die 100-200 Zeit ist sehr, sehr gut. Für die Leiste, die wir bis jetzt haben von 411 PS, finde ich das sehr, sehr gut. Aber das nutzbare Drehzahlband, wenn ich jetzt gucke, wie viel Drehmoment haben wir bei, gucken wir mal, bei 4000 Umdrehungen, haben wir einen Drehmoment von 280 Newtonmeter. Und da sage ich dir, hat natürlich der C32 AMG irgendwas mit Sicherheit weit über 100 Newtonmeter mehr. Ja, aber genau, willst du Rennen fahren oder nicht? Ja? Genau. Ha? Willst du Rennen fahren oder willst du in der Stadt rumbummeln? Ne? Ja, ja, da kommen die. Ah, also ich habe den nächsten, der geht. Ja. Jetzt bin ich wieder unter Nein, das war ja also, Sinn und Zweck war ja so eine Saugercharakteristik rauszuholen. Das ist auf jeden Fall, das ist mehr Ventiler Sauger. Ja, so war aber Kompressor typisch, weil Leistung ja steigt mit. Nein, ich weiß, was du meinst. Da wird der V6 natürlich seine Stärken haben. Aber auch der Schaltvorgang darfst du nicht vorstellen. Wenn du bei dem ist es natürlich gut, du schaltest bei 8000 und springst dann zu 6. Ja, da ist er in seinem höchsten Drehmomentband. Ich muss mich wieder korrigieren. Da sind wir nämlich dann bei 390 Newtonmeter bei 6,7. Das hat er auch nur geschafft, weil er immer oben rum geblieben ist. Also immer in den oberen. Okay, dann fahren wir einfach Bergrennen die Tage. Nein, ist ja. Ist schon gut. Wir machen jetzt gleich nochmal einen Vergleich. Ich fahre nochmal fünfte. Und wenn du sagst, Temperaturen und alles gefällt dir hier, wir wollen da gucken, dass wir mal den kleinen Buckel da rausprogrammiert bekommt hier. Weil hier ist die Nockenwellenverstellung höher geschoben. Sie ging vorher bei 5200 aus. Und da siehst du hier in dem Bereich, siehst du ja bei 5200. Da ging sie gerade aus. Genau, und dann habe ich noch ein Loch. Also ich habe es jetzt ein bisschen höher geschoben. In dem Bereich, wo ich jetzt mit dem Cursor rumfahre. Genau. Hier sieht man jetzt eindeutig im Drehmoment, auch in der Leistung, sieht man hier so ein kleines Plateau. Mhm. Und wenn man das ein bisschen besser wegkriegt, wäre natürlich auch geil. Ja. Das ist halt geil, wenn du auf dem Prüfstand bist. Da kannst du halt alles versuchen, ne? Ja, das. Aber der dreht schon echt hoch. Also der hat auch Bock auf Drehzahl. Siehst du auch schon an der Radleistung, weil die fällt ganz oben rum ein bisschen ab, klar, weil du gegen das Getriebe arbeitest. Wer hat denn am niedrigsten PS getippt? Schick mal eine Nachricht an Mutlu, bitte. Schick ihm mal ein. Mutlu, wir müssen uns warm anziehen. Sehr warm. Bulle, wo wir punkten können, sag einfach, wir wollen Slalom-Parcours fahren. Also immer niedrige Drehzahl aus dem Keller raus. Er wird wahrscheinlich wieder mit Optikpaket punkten.
Hinstellen, angucken und bewerten. Oder wir machen einfach Burnout-Contest, geht immer. Ja. Erste Gang können wir alle. Marina drehen lassen fühlt sich schnell an. Naja, aber das schon, ihr habt ja echt ein wildes Teil gebaut. Wenn du mich fragst, Turbo oder Kompressor, bin ich immer der Turbo-Fan von, weil der Kompressor braucht ja Energie, um zu betrieben zu werden. Aber das ist ja eindeutig, dass man auf 2,3 Liter Hubraum auch mit einem Kompressor mächtig Leistung rausholen kann. Ne? Also das ist schon wild, also wirklich wild. Ich glaube, das Auto macht auf der Straße heftig Bock, aber es fühlt sich bestimmt auch geil an, wenn du so aus der 2 rausfährst und er wird ja gefühlt immer wilder, wilder, wilder und dann kommt der Drehzahlbegrenzer und dann musst du halt echt schalten. Das merkt man hier auch auf dem Prüfstand schon, dass der oben immer wilder wird. Und ich habe mich gerade gewundert, wie lang der Gang ist, weil wie gesagt, wir waren bei fast 270 km/h. Im fünften, so fünf. Wir gucken mal, wir messen jetzt noch einmal im fünften und danach messen wir mal im vierten gegen, ob er daran zum Beispiel weniger Leistung hat, weil er hat ja weniger Verluste. Okay. Jan, du hast alles fest? Ändert sich nicht viel, ich habe jetzt hier 2 mm gewonnen. Das heißt, wenn er unter Last eintaucht, radiert er trotzdem. Ja, okay, wir probieren es mal. Weil Karosse ist jetzt komplett entspannt. Also im mittleren Bereich bei 5,5. Wird natürlich jetzt auch wärmer. Wir messen jetzt so einmal im vierten Gang gegen. Da ist ja auch nicht so lang. Dann müsste man mal gucken, was sich da verändert. Reifen hinten passt, weil das waren die 4 mm. Ist der Reifen noch kühl? Ja, warm, ja, aber für den Semi ausreichend. Aber das geht noch. Okay. Da siehst du die Lockenverstellung nicht, weil der Gang zu kurz ist. Müssen wir dann im 5. für dich dein Ohr gehen? Nein, ich lasse das so. Höchstens der eine wieder zurück. Ja, genau. Das Wochenende hat er die volle Bestrafung gekriegt. Ja, auf jeden Fall. Fühlt sich gut an. Aber im vierten Gang sieht man aber weniger Gegenlast. Da haben wir dann auch deutlich, direkt deutlich weniger Leistung. Ja, sehr gut. Wir sprechen hier von einem Motor, der Serienmäßig 200 PS hat. Das ist sehr, das ist doppelte Leistung. Und vor allen Dingen auch immer, ist immer im Einsatz. Also wird auch zur Brust genommen, sag ich mal. Geil. 411 PS und 390 Newtonmeter stehen, ohne Wenn und Aber. Ja. Willst du mal die Haube offen jetzt? Ach, das müssen wir noch machen. Einmal die Haube auf, ob wir dann Unterschied haben. Amen. Das würde ich schon gern machen. So reicht. Ja, so reicht. Klar. Ich weiß nicht, was da ist. Mehr Radleistung, deutlich. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ne? Ob er recht hat. Was sagt er? 422 PS. Jo. Und im ganzen Bereich. Guck mal, die blaue Linie zur roten Linie ist im ganzen Bereich stärker. Also da sieht man es eindeutig. Ich mach jetzt mal wirklich sichtbarer. Die Linie ist offene Haube. Du hast im ganzen Bereich mehr Leistung. Offene Haube gegen euch fahren. Nee, aber nicht. Einfach Haube ab und ja, ohne Haube dann. Aber du müsst euch hier was mit der Luftführung einfallen lassen. Ob vom 190er 2.5 zum Beispiel die Kotflügel mit den Schlitzen drin, dass ihr euch da eine Führung hinbaut? Weil interessant, Ladedruck absolut identisch. Ja, einfach irgendwie. Kühlere Luft vielleicht oder? Ja, ja. Also immer, also es ist auf jeden Fall deutlich und das sind, guck mal, jetzt sind wir über 400 Newtonmeter und 421 PS.
Das ist also schon ein krasser Unterschied. Und wir brauchen nicht sprechen, jetzt ist der Motor definitiv wärmer, wie er am Anfang war. Also ich behaupte, es sind locker 10% mehr. Ja, ich glaube. Aber dann kann er jetzt auch im ganzen Bereich ein bisschen schöner. Und auch saubere Türen. Ja. Sehr, sehr gut. So, und für Leute, wenn wir jetzt das mal je nach, wir messen ja je nach EWG. So, jetzt wollen wir mal nach DIN machen. Da hätten wir 437 PS und 416 Newtonmeter. Und? Zufrieden, Raphael? Sehr gut, sehr gut, sehr zufrieden, dass alles gehalten hat. Ich habe schon ein bisschen. Was, warst du nervös, ne? Ja, schon. Ich glaube, Hermann war nervöser. Ich glaube auch. Ja, draußen, das hört sich echt wild an bei 270 km/h für Semislicks auf einen Doppelrollenprüfstand. Die Reifen, die nur bis 270 zugelassen sind. Ja, das war schon so. Das ist natürlich hohe Belastung. Ja, also es ist echt krass, wenn er über 6000 Umdrehungen kommt, wie er rausschreit. Das ist ja richtig übel. Also ich wollte gerade sagen, es klingt schon von Ihnen sehr, sehr wild. Aber ich muss euch sagen, ihr habt was wirklich Geiles zusammengebaut. Wirklich. Optik, Granate das Auto. Und ich finde, der technische Highlight, was man aus 4 Zylinder und 2,3 Liter rausholen kann, ist das schon absolut Bombe. Ja, es ist auch das, also das Fahren ist ja auch emotional damit. Es soll der Spaß machen. Und das macht es auch. Also wenn die Drehzahl steigt und immer kommt und kommt und kommt und kommt. Dann und wir brauchen uns nichts vormachen. Dann machen wir mit unseren Luftpumpen nicht kommen, Mutlu. Das können wir einpacken. Wir können vorher schon vielleicht ein kleines Cashgeld zahlen. Hörst du das? Hörst du das? Guck dir das Video an und hör zweimal hin, genau. Also wir, Mutlu, packen wir ein. Obwohl ein 190er, vielleicht ist er bis dahin fertig, hier auf dem Prüfstand. Jo. Ist auch handgeschaltet. Mal gucken, wir fangen hier auf dem Prüfstand damit an. Ja, genau. Man fängt das Battle so. Also ich bin mit meiner Automatik, ja, ich sag mal einfach, will ich mich ein bisschen zurückhalten, weil ich kann die Gänge dann nicht wählen. Ich sage dir, wenn man aus einem, wenn ihr sagt, ihr fahrt aus dem zweiten Gang bei 50 raus, ihr könnt ja nicht mehr im ersten fahren. Nee, und ich trete dann mit dem Automatik rein, behaupte ich, dass der Kompressormotor, der V6, weil er ein bisschen mehr Schub hat, erst die Nase vorne hat und bald auf Drehzahl. Deswegen machen wir Rolling 50. Ab 50. Also du willst uns doch eine Chance geben. Ich sag euch, aus dem Stehen ist bis der Stelle. Kommt drauf an, wie weit. Wir werden definitiv was machen. Also können wir eigentlich abschließend sagen, okay, vielen Dank für deine Zeit. Ich mach das, Raphael. Ich freue mich viel mehr auf die Flugplatzgeschichte. Oder, oder wenn wir uns drei wieder treffen. Genau. Also ich ruder zurück und sage, ich krieg die Kelle. Mutlu, jetzt bist du am Zug. Nochmals danke. Ich freue mich, dass alles geklappt hat, dass das Ding so gut läuft, dass wir endlich fertig sind. Und es wird sich zeigen, was das Ganze dann bringt auf dem Flugplatz. Danke und ciao. Ciao.